das Interessante ist wirklich, mit Cash hat man halt immer die Option zu kaufen, oder? Und die hast du. Und das Spannende ist jetzt gerade Valora. Jetzt, ich habe die Option nicht zu kaufen, obwohl die stark gefallen ist und ich überzeugt bin, die Firma ist gut aufgestellt. Der Aktienkurs ist momentan sowas von günstig. Man müsste da einfach eine Tranche nachkaufen, full stop. Ich habe ja Valora auch, oder? Ah, Valoran ist bei 14, aber schau mal im Hinblick auf was. Soll ich das schnell sharen? Ich share das schnell, um das mit euch zu besprechen. Also Valora. Ja, ich habe es auch offen, schlechter geht es kaum, ne? Obermarktmäßig, genau. Ja, aber ja. Du musst hier auf diese Details achten, hier von den Value-Rängen. Also sie sind im Vergleich zum Gewinn sind sie vor allem besonders schlecht und sie zahlen keine Dividende. Und ich meine, die sind in einer totalen Krise. Die können gar keine Dividende zahlen. Historisch haben sie aber gut bezahlt, oder? Also korrekt. Wenn diese Krise jetzt aufhört, ist dieser Value-Rang sofort wieder 80, weil sie einfach ihre Politik geändert haben. Und wenn du jetzt anschaust im Vergleich zum Kapital, und das ist noch spannend bei Valora, weil das ist ja auch ein bisschen ein Real Estate-Geschäft, oder? Denen gehören ganz viele Verkaufslokalitäten. Also im Vergleich zu das, was sie als Assets haben, sind sie gar nicht so teuer. Oder? Nur gerade Gewinn und Dividende, logisch, Corona, ist es jetzt tief, oder? Dann ist das teuer. Historisch gesehen, oder? Sollten die Gewinne viel höher sein, oder? Genau, das ist das, was ich mit historisch meine, Hermann. Wenn ich nur das 2021 anschaue, dann ist klar die Empfehlung, nicht einzusteigen. Aber wenn ich 18, 19, 20 und vielleicht noch etwas zurückschaue, dann ist die, sind da alles grüne Ränge. Und das ist Corona-bedingt eindeutig. Ja gut, aber Leute, schaut auch mal bitte auf die vorletzte Zeile. Ich meine, Corona-Politik, egal wie sich das Virus verbreitet, kann jetzt schon noch ein Jahr so anhalten mit restriktiven Maßnahmen, mit Lockdowns, whatever. Und wenn ich dann eine schlechte Liquidität habe, kann es für das Unternehmen natürlich auch existenzbedrohend werden. Ja. Wo steht das? Kann man das... Safety Metrics hier unten, Liquid Vorlesen Leverage, also viel Schulden. Allerdings Liquidität ist nicht, also ja, Refinancing, Liquidity ist auch tief. Also ja, das liegt daran, Liquidität beurteilt man so, dass man sich überlegt, wie viel Geld fließt in das Unternehmen hinein, um die Schulden zu bezahlen, oder? Und zurzeit fließt wenig rein, ja. Das ist ein Problem, oder? Das ist sicher so, ja. Und wie steht das mit dem Leverage? Was bedeutet der? Das ist die Verschuldung des Unternehmens im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Also sie haben relativ viel Schulden. Also das ist sicher, da hast du absolut recht, Uwe, das ist ein Fragezeichen, oder? Weil da muss man wirklich hoffen, dass die Zinsen nicht steigen, oder? Sonst hat das Unternehmen ein Problem. So ist es, ja. Also ich finde es gut, Peter, hast du kein Geld. Von dem her ist gar nicht so schlecht. Hast du keine Fehler.